Hallo und herzlich willkommen im darwin -Pod. Heute haben wir eine Sonderfolge für euch, die eigentlich etwas anders geplant war. Aber ich bin nicht allein, denn ich habe wie immer dabei den Patrick. Hallo Patrick. Ja, hallo Sabine. Ich bin auch da wie immer, aber etwas anders als geplant. Ja. <laughs> Weil eigentlich würdet ihr jetzt von uns die Besprechung der Folge 1 der Staffel 2 hören. Aber leider kommt alles etwas anders, als man denkt. Wie in einer 90er-Jahre-Serie. Wie in einer uh. 90er-Jahre-Serie. Gab es einen kleinen Plot-Twist. Weil, wie ihr mitbekommen habt, war ja Patrick auf der FETCON und auch sehr schön im Lukas Wolinschek-Cosplay unterwegs am Samstag. Ja, ich bin meistens für einen arthur den cosplay gehalten worden, aber das ist okay. Das <laughs> das ist okay. Damit kann ich leben. Ja, und am Samstag war auch der Vortrag von Bettina zu Sequest, wo sie generell über Sequest äh, geredet hat und über die Serie und den Verlauf und über sprechende Delfine und äh, verschiedene andere Sachen. Das war ein wirklich toller Vortrag. Ja, ja. du warst dabei. Hat mir sehr gut gefallen, hat großen Spaß gemacht. Und es war vor allen Dingen wirklich schön, dass äh, so viele Leute ähm, da waren und Sequest kannten. Das war, das war schon, schon ein besonderes Gefühl. Da, da, da war 80 Prozent der Leute hatten die Serie gesehen. Das hätte ich so nicht erwartet, aber es war sehr schön. Ja, aber Sabine, ähm, du warst nicht da. Ja, Hab ich mitbekommen. Wie auch vielleicht andere gemerkt haben, ich war leider nicht da, weil ich hatte meine eigene Con und äh, mit einem nicht so schönen Ereignis, weil ich war zwei Wochen im Krankenhaus statt auf der Fettcon, was äh, unerwartet kam, was auch äh, ernst war und was jetzt auch äh, zur Folge hat, dass ich jetzt äh, in die Reha gehe und wir dadurch äh, eine kleine Pause einlegen werden mit dem Podcast, weil ich noch nicht weiß, wie das mit der Reha läuft, wie da die Internetverbindung ist und ich jetzt auch äh, sehen muss, dass ich äh, gesundheitlich jetzt äh, wieder ein bisschen besser auf die Beine komme, so dass wir beschlossen haben, dass äh, Patrick nicht alleine weitermacht, weil der sequest Podcast weil das nicht weh. ja sind wir doch wir so. beide ja <laughs> genau und wir aber auch äh, euch weiter Qualität liefern wollen, mit natürlich Recherchen und Meeresfakten und Hintergrundnews, sodass wir gesagt haben, okay, wir machen dann eine Pause, wie in den 90er Jahren, eine Sommerpause, es da auch gab im Programm, machen wir eine kleine Podcast-Pause, um dann wieder zurückzukommen mit der gewohnten Qualität, wie ihr sie kennt, mit der. Analyse der Folgen, wie ihr sie kennt, mit auch schon vielen Gästen, die wir eingeplant haben, bekannte, aber auch neue Gäste, die wir euch vorstellen und mit denen wir dann die Folgen besprechen werden und wo wir auch euch dann wieder aktuelle Meeresfakten liefern und auch versuchen werden, mal positive Meeresfakten zu finden und nicht nur Katastrophenmeldungen. Ja, also ich denke, das müssen wir. Niemandem unserer HörerInnen erzählen, ähm, Gesundheit geht einfach vor. Und darum können wir jetzt auch noch kein Datum sagen, an dem es weitergeht. Ähm, das wissen wir einfach nicht. Ähm, wir sind einfach wieder da, wenn wir wieder da sind. Ähm, ihr habt uns abonniert. Ähm, ihr werdet sehen und hören, wenn wir wieder da sind. Und es dauert jetzt einfach so lange, wie es dauert. Aber wahrscheinlich nicht so lange. Ja. <laughs> Also, wir machen definitiv weiter, auch ja. zu zweit. Und vielleicht gibt es zwischendrin immer mal einen kleinen Landurlaub, Sonderfolge. Da lassen wir uns einfach überraschen und werden euch überraschen. Und bis dahin hoffe ich, ihr schaut weiter fleißig Sequest, hört die noch nicht gehörten Folgen vom Damenpott und wir freuen uns dann sehr auf ein baldiges Wiederhören mit euch. Ja, sehr. Bis bald. Bis bald. Und tschüss. Tschüss.